So, willkommen zum neuen Video. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Wir wollen uns heute mit einem Evergreen-Topic beschäftigen. Und da speziell möchte ich die Zylinderbrennräume mal mit Zuhilfenahme von einer Endoskopkamera genau unter die Lupe nehmen. Wie die Brennräume aussät, wie die Ventile aussät und da speziell die Ablassventile bzw. Auslassventile von den Zylindern mal genauer anschauen, wie die aussäht. Ja, da machen wir jetzt gleich nach dem Intro machen wir Aufnahme mit dieser Endoskopkamera. Da fahren wir hier mal, nehmen wir die Zündkerze raus und fahren mal in einen Brennraum rein und schaut uns von unten mal die Ventile an, wie die so aussehen. Speichern die Bilder dann. Und dann möchte ich ein Produkt von Liquid Moly mal ausprobieren, hier Injection Reiniger, der verspricht, dass er Ablagerungen entfernt, der Einspritzventile, Einlassventile sowie Zündkerze und den ganzen Brennraum und die Neubildung von Ablagerungen verhindert. Dazu noch schützt er die komplette Kraftstoffanlage vor Korrosion und optimiert die AU-Werte, verbessert die Gasannahme, ja, mindert den Verbrauch und. Das verspricht das Produkt alles. Wir wollen jetzt aber den optischen Beweis mal haben und dazu machen wir mit dieser Endoskopkamera eine Aufnahme von den Brennräumen, bevor ich dieses Mittel quasi verwende und dann ein paar Kilometer mit dem Fahrzeug fahre. Und danach macht man dann nochmal Aufnahme und schaut, ob man da irgendwelche Veränderungen sieht, ob das danach dann besser aussieht. Und dann sehen wir uns gleich nach dem Intro und nehme die Zündkerze raus und schaue da mal rein. So, wir nehmen uns jetzt die rechte Zylinderbank von unserem 107er vor. Da komme ich am besten an den oberen Zylinder, an den ersten Zylinder hier von der Stirnwand aus gesehen, komme ich am besten ran. Da ziehe ich jetzt gleich den Stecker der Zündkerze ab und schraube das dann mit so einem Zündkerzenschlüssel, schraube ich dann die Zündkerze raus. Davor ziehe ich am Zündverteiler den mittleren Stecker. Ja. Sicherheit geht vor, dass da nichts passiert. Und jetzt kann ich dann hier unten den Stecker an meiner Zündkerze abziehen. So, jetzt nehme ich hier meinen Schraubenschlüssel mit meinem extra Aufsatz für Zündkerze. Erkennt man daran, dass da so, so eine Gummieinlage hier drin ist, die Zündkerze dann auch festhält beim Rausdrehen, dass uns die nicht abhaut. Schlüssel drauf, gucke, dass wir nicht verkanten, ja, bis wir ganz drauf sind und drehe jetzt die Zündkerze raus. So, und jetzt habe ich hier meine Zündkerze. Ich hoffe, er stellt jetzt mal scharf, dass man das ordentlich sieht. Ja, da ist schon ordentlich Dreck vorne dran. Und jetzt schauen wir uns das Innere mal mit der Endoskopkamera an. So, jetzt nehmen wir unsere Endoskopkamera, setzt dir vorne einen kleinen Spiegel auf, damit wir auch auf die obere Seite zu schauen können. Die Ventile sind oben angeordnet und damit man die dann auch sieht, wenn wir von unten jetzt reinfahren, setzen wir hier diesen Umlenkspiegel auf. So, schaltet unsere. Der Spiegel ist jetzt hier vorne drauf montiert. Und fahrt jetzt mit unserer Kamera hier mal in den Brennraum rein. Ich bin jetzt hier, sieht man es jetzt, bin ich jetzt am Gewinde von der Zündkerze und gehe jetzt rein.
Hier sieht man schön das Gewinde. Und jetzt schauen wir quasi ober. So, man hat es deutlich auf der Endoskopaufnahme gesehen, dass doch einige Ablagerungen im Brennraum insgesamt drin sind. Und das hat man ja auch schon an der Zündkerze gesehen, als wir die rausgeschraubt haben, dass die vorne an der Spitze nicht mehr so taufrisch ausgesehen hat. Jetzt probieren wir das mal aus. Das Produkt von Liqui Moly, den Injection Reiniger, steht hier drauf. Der Flascheinhalt ist ausreichend für einen 70-Liter-Tank. Wir haben jetzt hier bei unserem 107er haben wir jetzt einen 85-Liter-Tank. Der ist jetzt so ungefähr halb voll, ja. Und da werde ich jetzt ja, gut 3/4 von der Flasche hier in den Tank reingießen. Und dann 100 Kilometer fahre, 150 Kilometer fahre und dann schauen wir uns das Ganze nochmal an. Dann fahren wir nochmal mit der Endoskopkamera rein und schaut mal, ob wir optisch im Brennraum irgendwas erkennen können, dass jetzt eine Verbesserung da ist. Ausreichend bis zu 2000 Kilometer, wenn ich einmal den Tank beigemischt habe. So ein Einfüllstütze hier mit dabei. So, das müsste reichen. Machen wir unseren Tank wieder zu. Und jetzt fahren wir mal ein Stückle und dann schauen wir uns nochmal die Brennräume an. So, vom Fahrverhalten her lässt sich mal ja noch nicht so viel erkennen. Fährt so. Ja, so wie immer. So, wir sind jetzt ganz genau 92,8 Kilometer gefahren. Merkliche Veränderungen hat man jetzt nicht festgestellt. Eventuell beim Verbrauch, das müssen wir dann separat nochmal testen, wenn man voll tankt und dann mal schaut, wie viel er aktuell verbraucht. Ich bin jetzt aber gespannt auf den Blick in den Brennraum, wenn wir jetzt die Zylinderkerze nochmal rausschrauben und da quasi reinschauen. So, wir sind jetzt knappe 100 Kilometer gefahren, ja, so 95 Kilometer sind wir gefahren. Beim Fahren selber konnte ich jetzt keinen merklichen Unterschied feststellen. Vielleicht so, ja, ab 50 Kilometer, 50, 60 Kilometer, nachdem wir mit dem Reiniger gefahren sind, war er vielleicht etwas rascher bei der Gasannahme, ja, kam ein bisschen schneller aus der Pötte, das könnte man vielleicht sagen. Was jetzt aber interessant ist, ob man jetzt einen Unterschied sieht im Brennraum und vor allem auch an der Zündkerze vorne dran, im Gegensatz zu gestern, da bin ich jetzt echt mal gespannt. Also machen wir unsere Zündkerze jetzt wieder raus. Ich habe den Stecker abgezogen am Zündverteiler, habe den Schlüssel jetzt hier schon in Position gebracht. Jetzt drehen wir die Zündkerze raus. Auf das Ergebnis gespannt. Und ja, das ist der Wahnsinn. Ich habe hier keine Ablagerungen mehr. Nee, auf jeden Fall sieht die Zündkerze deutlich besser aus als gestern. Ich mache jetzt noch eine Nahaufnahme, damit ihr das auch seht im Video. Ich habe hier vorne keine Ablagerungen mehr. Jetzt fahren wir mit der Endoskopkamera noch rein und schaut uns den Brennraum an, ob das so ähnlich aussieht, beziehungsweise besser aussieht als gestern. So, dann nehmen wir wieder unsere Endoskopkamera hier vorne mit dem Spiegel drauf montiert. Und dann fahren wir jetzt mal da unten rein. Ja, das sieht man schön, das Gewinde von der Zündkerze.
Jetzt gehen wir rein. Ja, erkennt man jetzt ein bisschen schlecht, aber ich war jetzt beide Aufnahmen, die von gestern, filmen wir mal. Also hier die Aufnahme von heute nach 100 Kilometer Fahrt mit dem Injection Reiniger. Und so wie ich finde, ist es deutlich, ja, doch, ist schon ein Unterschied zu gestern, doch, kann man sagen. Ja. So, man dreht unsere saubere Zündkerze jetzt wieder rein, da bin ich jetzt immer noch echt baff, dass die, ja, ganz anders aussieht als gestern. Die drehen wir jetzt wieder hier rein. Beim Reindreher nimmt am besten nur die Nuss, hier die Zündkerze Nuss, dreht es von der Hand, setzt es sauber am Gewinde an, nicht mit der Verlängerung und mit dem Schlüssel gleich die erste paar Gewindegänge machen, sondern schaut, dass er da nicht verkantet beim Reinschrauben. Die Zündkerze hat ein relativ langes Gewinde und dreht die erste paar Umdrehungen von Hand rein, steckt dann die Verlängerung drauf, einfach um besser hinzukommen, und dreht die Zündkerze dann komplett rein. Das muss alles leichtgängig gehen, ja, also das darf jetzt nicht schwer gehen, sonst versaut ihr euch unter Umständen die Gewindeaufnahme am Motorblock oder halt dann eben das, was zuerst nachgibt, das Gewinde von der Zündkerze, das wäre schade. Und dann für die letzte halbe Umdrehung, um festzuziehen, setzt er eine Ratsche an und dreht sie nur leicht fest. So, und das war schon. So, und dann sind wir jetzt auch schon am Ende von unserem Produkttest. Diesmal getestet der Injection Reiniger von Liquid Moly. Wie ich finde, habt ihr gesehen auf den Bildern, man sieht eine deutliche Veränderung nach 100 Kilometer, nach knappe 100 Kilometer im Brennraum und auch an der Zündkerze, sieht man deutlich weniger Ablagerungen als noch davor. Und wie ich meine, so nach 50, 60 Kilometer Fahrt war eine bessere Gasannahme da, das hat man schon gemerkt. Und wenn dann der Verbrauch dann auch noch sinkt und die Ventile besser gereinigt werden bzw. besser sauber gehalten werden und die AU-Werte dann auch noch verbessert werden, so wie das Produkt es als verspricht, dann ist das ja keine schlechte Sache. Wie gesagt, diese Flasche hält für ca. 2000 Kilometer. Wenn man das einmal im Jahr macht, um einfach das Innenleben von seinem Motor ein bisschen cleaner zu halten, ein bisschen sauberer zu halten, dann denke ich mal, dann ist das kein Fehler. Dann kann man auch dem Motor, dem schönen 8-Zylinder, auch mal ruhig was Gutes tun. Denke ich mal, ist kein Fehler. Hier die optische Sichtprüfung im Brennraum haben wir durchgeführt mit hier einer Endoskopkamera. Die gibt es auch relativ preiswert bei Amazon oder eBay. Könnt ihr mal schauen, die kostet nicht die Welt. Jetzt in dem Fall kann man die Aufnahme auch filmen bzw. auch Einzelbilder machen mit der Kamera. Ist nicht schlecht und hat ein relativ großes Display hier vorne, dass man auch was sieht. Und ganz wichtig, diesen Umlenkspiegel hier vorne dran, damit ich dann auch, wenn ich drin bin, dann auch nach oben gucken kann, 90 Grad nach oben schauen kann und mir die Sache auch oben anschauen kann. Wie ich finde, auch nicht schlecht für Hohlräume generell, wenn er jetzt irgendwelche Dichtungen rausmacht und in die Hohlräume mal reinfahren wollt und mal schauen wollt, ob da irgendwo Rost vorhanden ist. Ist auch nicht schlecht, das machen wir vielleicht in einem weiteren Video, machen wir das vielleicht auch mal. Dann zeige ich euch das mal, wie man da reinfährt und wie man das schön erkennen kann. Die Kamera ist vorne mit LED beleuchtet, damit man auch in dunkle Ecke, in dunkle Räume auch was sieht. Ja. So, und dann hoffe ich, dass euch das Video gefallen hat. Wenn es gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da, teilt das Video, macht bitte ein Abo, das würde mich freuen.
und auch auf die Glocke drücke, dass er dann auch zukünftig nichts verpasst, wenn was Neues rauskommt. Dann wird er immer gleich informiert, wenn ich ein neues Video hochstelle. Und dann könnt ihr euch das anschauen. Und dann bedanke ich mich fürs Zuschauen und dann sehen wir uns beim nächsten Video. Bis dann, macht's gut, ciao.